Michael Seibold ist 30 Jahre jung und hat sich bereits ein stattliches Vermögen aufgebaut. Und wir werfen heute einen Blick in sein Aktiendepot. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist wieder kein klassischer Finanzexperte bei mir zu Gast, sondern ein Anleger wie du und ich, aber ein aus meiner Sicht ganz besonderer Anleger, nämlich Michael Seibold. Michael hat angefangen mit 18 seine erste Immobilie zu kaufen als Kapitalanlage, also als Vermietungsobjekt, und dann sind peu à peu à peu immer weiter, also weitere Immobilien mit dazugekommen. Und er hat jetzt kürzlich ein Objekt verkauft, einen sechsstelligen Gewinn eingefahren, Chapeau. Und ich werde ihn heute fragen, wie er das gemacht hat, also wie er das damals mit 18 tatsächlich angegangen ist und sich da selbstständig reingefuchst hat in diese Materie. Also er hat da wirklich eigenes Geld reingesteckt, jetzt irgendwie gar nicht so sehr, also da könnte man ja im ersten Augenblick denken, Moment, verwöhnt von den Eltern, reiches Söhnchen oder so. Nein, er hat das komplett selber gemacht und da frage ich ihn, wie das zustande gekommen ist, was seine Gedanken dabei waren und wie er das dann quasi selbstständig ausgerollt hat. Eine Immobilie hat Michael jetzt kürzlich auch verkauft, einen sechsstelligen Gewinn eingefahren und dieses Geld hat er jetzt in ein Depot investiert. Und das schauen wir uns mal an, wie Michael da investiert. Also er hat insgesamt 3 ETFs und er hat insgesamt 10 Aktientitel und da ist auch der ein oder andere ja etwas, naja, unter Privatanlegern nicht so ganz geläufige Titel mit dabei. Also ein sehr, sehr spannendes Portfolio, was er sich aufgebaut hat. Da werden wir gleich einen Blick reinwerfen und Michael wird uns außerdem sagen, wie er es gemacht hat, dass er in diesem Jahr schon in 2 Monaten mehr als 10.000 Euro Dividende kassiert hat. Also, das ist spannend, da ist viel drin und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Michael Seibold. Hi Michael, schön, dass du da bist. Hallo Timo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du Michael, ich habe gerade schon in der Einleitung angekündigt, dass du ein sechsstelliges Depot hast und dass du in diesem Jahr auch schon 2-mal mehr als 10.000 Euro Dividende im Monat bekommen hast. Und bevor wir jetzt gleich darauf eingehen, wie du dieses Vermögen selbstständig aufgebaut hast und wie du investierst, magst du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen? Genau, also ich bin der Michael, bin im Internet eigentlich unter dem Namen Medikus der Finanzen bekannt. Hauptberuflich arbeite ich jetzt im Gesundheitsbereich momentan, also ich bin Physiotherapeut, Osteopathie mache ich ab nächstes Jahr noch. Und nebenberuflich bin ich eben im Finanzbereich tätig, unter anderem schreibe ich auch für manche Magazine und ja, kümmere mich hauptsächlich um mein eigenes Depot. Das ist hier nicht die schlechteste Angelegenheit schon mal, also sehr gut. Und besonders, du hast mit 30 schon ein relativ komfortables Vermögen, das einerseits aus Immobilienbesitz besteht, andererseits aus einem Aktiendepot und ja, also ich habe mit 16 eine Bankkaufmann-Lehre gemacht, mit 18 wurde ich dann fertig und so habe ich eigentlich das Wissen mir angeeignet, was ist eine Aktie, was ist eine Immobilie. Mhm. Man lernt ja dann auch so ein bisschen eine Bilanz zu lesen, auch wenn es natürlich in der Ausbildung nicht so in die Tiefe geht, aber ich habe halt mitbekommen, wie Kunden halt bei uns Kreditverträge abgeschlossen haben und man muss ja bis 18 warten, bis man ja auch kreditfähig ist. Und das dachte ich mir, nutze ich gleich und ich bin halt dann mit 18 quasi, ja, mit wenig Eigenkapital, was hat man mit 18? Also bei mir war es ein Sparvertrag von den Eltern, 10.000 Euro ungefähr. Und das Gleiche habe ich mir ungefähr selber in der Ausbildung zusammengespart, weil ich eben noch zu Hause gewohnt habe. Und dann habe ich eben nach Immobilien gesucht und wollte die dann eben auch 100% finanzieren, also mit ohne Eigenkapital. Das heißt, das Einzige, was ich reingesteckt habe, waren halt die Nebenkosten, also wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten. Macht halt ungefähr so 5-6% aus. Und den Rest habe ich geschaut, wie geht es, dass ich da einen Kredit bekomme und dass meine Bank halt alles finanziert, also 100% quasi. Also du warst Azubi, genau. Und hast dann angefangen, dich für Immobilien zu interessieren und hast dann gesagt, ich möchte jetzt eine kaufen zur Vermietung. Genau. Und ich gehe jetzt zur Bank und sage, Leute, hier bin ich, 18 Jahre Azubi, 100% Finanzierung. Genau, und damals war halt das die Zeit nach der Finanzkrise, also es war ein perfekter Zeitpunkt. Aha. Immobilienpreise waren im Keller, die Zinsen waren im Keller. Ja. Also die Kombination gab es ja so auch noch nie. Also wirklich, wenn man die letzten 50 Jahre zurückschaut, war noch nie der Zeitpunkt nach der Finanzkrise besser, Immobilien zu kaufen. Mhm.
Und das Ziel musste halt sein, dass die Miete mit der Darlehensrate, also mit Zins und Tilgung, musste aufgehen, weil ich konnte nicht von meinem Gehalt da irgendwie was zahlen, weil so gut war das nach der Ausbildung noch nicht. Ja, ja, klar. In der Sparkasse, also das war relativ wenig. Ja, zwei Fragen. Was war das für ein Objekt und welche Bank war so geisteskrank, dir damals diesen Kredit zu geben? Also geisteskrank in Anführungszeichen. Also es war eine Sparkasse, weil die kannte ich halt auch gut. Es war ein Studentenapartment in München, also in München-Mosach. Aha. Das habe ich angefangen. Also eine Zimmerwohnung, 20, 22 Quadratmeter sowas. Aha. Und war halt nur für Studenten, Auszubildende oder Doktoranden gedacht. Ja. Also man musste es auch an so ein Klientel quasi vermieten. Ja, ja. Also das heißt, du hattest höchstwahrscheinlich keine Probleme, dann ja einen Mieter zu finden. Nein, hier in also München ist recht. Die Anfragen waren teilweise bei 100 plus. Wow. Also das heißt, man konnte auch den Preis bestimmen. Mhm. Damals war es natürlich noch weniger wie jetzt. Also, aber es ging halt schon auf und das war das Gute, weil der Zins war bei 1, und die Miete pro Quadratmeter war damals schon bei über 20 Euro, was ja auch für München schon relativ gut ist. Ja. Und bei diesen Mikro-Apartments nennt man die, also diese Einzimmer-Apartments, da ist natürlich, geht das Spielchen mittlerweile bis zu 40 Euro mehr. Mhm. Also in den besten Lagen natürlich in München, aber 20 Euro ist eher wenig mittlerweile für das. Und du hast dann mit einem Objekt angefangen und dann kamen noch mehrere mit hinzu? Ja, ich habe dann eigentlich geschaut, dass jedes Jahr halt eins dazukam. Genau, und es musste halt immer aufgehen. Also ich kannte dann Makler, auch mein Bruder hat das Gleiche gemacht, also wir haben uns da eigentlich zusammengetan. Und dann geht halt das Spiel so lange halt, bis halt die Rechnung ins Negative geht, weil die halt die Banken auch damals nicht 100% die Miete angerechnet haben. Mhm. Also das heißt, man kommt dann leider ab einem gewissen Niveau kommt man ins Negative, wo man die Einnahmen hat, weil die einfach die Miete nicht zu 100%, sondern zum Beispiel zu 80% anrechnen. Mhm. Dann kann man sich ausrechnen, irgendwann kommt man halt dann in Anführungszeichen negativen Cashflow, wo er ja positiv ist. Ja, ja. Aber die Banken ziehen halt Risikoabschläge ab und deswegen kommt dann irgendwann die Bremse. Aber steuerlich ist es am Anfang perfekt, weil die alle Minus, also steuerlich schreiben, aber keinen echten Verlust. Also meine Abschreibung ist ja nicht bilanzwirksam. Das heißt, ich kann sie abschreiben, habe aber, ich sage, mein Cashflow, der schon fast positiv war oder halt zumindest ging es auf. Also es war bei jeder Immobilie gegeben, ich musste nie was draufzahlen. Das Risiko für mich war halt dann eben, ich hatte halt den Druck, dass sie immer vermietet bleibt. Weil ich konnte vielleicht ein paar Monate mal ein Objekt oder so selber stemmen, aber dann wäre es halt auch gewesen. Also, hattest du denn mal die Situation, dass du einen längeren Leerstand hattest, der... Nee? Also ich hatte bisher keinen einzigen Mietausfall. Ich hatte mal einmal ein Problem, wo die Mieterin nicht gleich zahlen wollte. Es waren so 2 Monate. Aber die hat dann auch bezahlt, weil dann gibt es ja gewisse Tricks, die man anwenden kann. Genau, und das Tolle ist eigentlich an München, dass das halt meistens Leute auch mieten, die von Familien kommen, die halt auch eher vermögend sind, weil ja die klassische Mittelschicht oder Unterschicht kann sich halt sowas auch nicht leisten. Das heißt, man hat jetzt schon ein Klientel, wo auch ein bisschen Wertschätzung auf eine Wohnung gegeben wird. Und ich habe auch immer das so gemacht, ich habe immer einen Elternteil beim Mietvertrag unterschreiben lassen. Mhm. Also das heißt, dann macht das die Sohn oder die Tochter macht natürlich dann auch weniger, wenn die Eltern bürgen, weil die dann halt auch Ärger bekommen würden von ihren eigenen Eltern. Mhm. Und das war eigentlich so immer das Thema, deswegen war das eigentlich fast immer einwandfrei. Es gab nie Probleme, es gab nie Ausfälle. Mhm. Und ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das ziemlich respektabel und ziemlich beeindruckend finde, ehrlicherweise. Also quasi mit 18 als junger Kerl dann quasi sich A, das Geld zu besorgen und B, dann quasi auch schon gezielt mit einem guten Plan an diese ganze Geschichte ranzugehen. Also das nötigt mir echt großen Respekt ab, also wirklich. Ja, ich hatte natürlich einen Vorteil. Meine Eltern kamen auch aus dem Bankerbereich. Mhm. Also zumindest war das Wissen schon da. Aber klar, man muss halt letztendlich trotzdem das durchziehen. Ja. Aber das war halt ein Riesenvorteil, weil ich auch selber die Ausbildung gemacht habe, also mir das Wissen auch so ein bisschen angeeignet habe und dann so ein bisschen was auch vom Elternhaus mitbekommen habe, was halt einfach ein Kreditvertrag, einfach so Grundlagen sind, was halt vielleicht manche mit 18 überhaupt nicht interessiert. Du hast eben von so einem Trick gesprochen, wie man da trotzdem die Miete noch bekommen kann. Also kannst du uns da mal so ein bisschen abholen? Ja, es ist ja so, wenn man eine Wohnung vermietet und der Mieter zahlt 2 Monate nicht, also
Das ist so das Maximum, was erlaubt ist gesetzlich. Das heißt, sobald zwei vollständige Mieten nicht bezahlt werden, dann geht es natürlich los mit Mahnung und so weiter. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wie man das angeht, wie professionell man das macht. Weil die meisten machen halt den Fehler, vor allem halt Privatanleger, die halt Immobilien vermieten, dass die halt dann selber mit ihrem Gewissen Probleme haben oder auch gar nicht so wirklich wissen, was gesetzlich erlaubt ist. Die brauchen ja dann einen Anwalt und was weiß ich was. Aber letztendlich, wenn man sich reinliest, ab 2 Monate Mietrückstand gibt es ein sofortiges Kündigungsrecht. Das heißt, man schickt ja dann einfach mal so einen Brief raus, wo drauf steht fristlose Kündigung. Also darf man halt. Mhm. Und das schreckt halt dann manche schon mal ab. Mhm. Aber es muss man irgendwo machen, weil ich muss ja auch mein Darlehen bezahlen. Klar. Ich habe halt den Druck von der Bank. Ja klar. Klar. Deswegen kann ich halt auch nicht so lange warten, vielleicht wie jemand, der das schon abbezahlt hat und diesen Druck überhaupt nicht hat. Dann sehe ich das auch lockerer. Mhm. Und dann geht es halt los. Mahnung, Mahnung, Mahnung. Das Problem wäre halt dann, wenn nichts zurückkommen würde, dann geht es halt eben das Thema weiter. Und bis man halt so einen Mieter rausbringt, dauert halt oft ein Jahr. Also wenn wirklich dann da nichts kommt. Also wenn der nicht mehr aufmacht, wenn der vielleicht noch irgendwelche Sachen kaputt macht, dann auf Briefe nicht mehr reagiert wird, dann hätte ich auch ein Problem, weil dann geht es ja wirklich nur übers Gericht. Und das kostet erstmal viel Geld. Aber so weit kam es Gott sei Dank nie. Okay. Aber das war ein einziger Fall, alles andere einwandfrei. Einwandfrei gelaufen. Haben die Mieter und auch die Eltern, die du dann immer hast mit unterschreiben lassen, haben die dann erstmal verdutzt geschaut, dass da so ein junger Kerl dann denen gegenüber sitzt? War schon oft komisch, weil die Studenten oft älter waren. Ich habe mir gesagt, ja, ich studiere jetzt nichts, ich arbeite quasi und ich studiere erst jetzt, habe ich noch ein Studium angefangen vor 4 Jahren, aber ja, letztendlich, die schauen zwar verblüffend, aber es ist halt so, also nur weil man es nicht gewohnt ist. Meistens haben sie dann gefragt, ja, schickt euch ihre Eltern quasi, schickt dich oder so, also es war, meistens ist halt der Glaube nicht da, dass es halt einfach das eigene ist. Also da habe ich immer gemeint, ja, ich bin halt so der Vermittler von anderen. Wie viele Immobilien hast du denn jetzt insgesamt eigentlich? Und lass uns auch gleich mal direkt die Brücke machen, dass du eigentlich zumindest mal eine ja auch schon mal losgeschlagen hast, weil ansonsten hättest du ja dieses relativ komfortable Aktiendepot auch nicht. Ne? Stimmt doch, oder? Genau, also ich habe letztes Jahr, da hatte ich auch noch ein bisschen Glück, muss ich sagen. Das war so die Zeit, wo die Zinsen dann Richtung 4% gestiegen sind. Da waren dann, war es bei der Immobilie so, dass die 10-Jahres-Frist vorbei ist. Das heißt, nach 10 Jahren kann man eine vermietete Immobilie steuerfrei verkaufen. Mhm. Also auf den Gewinn muss ich quasi keine Steuern zahlen. Und das war dann eben soweit. Und dann habe ich den Makler, der halt, von dem ich die damals gekauft habe, der halt auch das Objekt super kannte, weil der halt da viele damals verkauft hat, den Auftrag gegeben, er soll bitte seiner Kartei nachsehen, ob es irgendwelche vermögenden Kunden gibt. Und die haben halt sehr vermögende Kunden und auch Barzahler und so weiter. Das heißt, die waren jetzt auch nicht unbedingt abhängig, für 3-4% einen Kredit aufzunehmen, weil dann hätte sich meiner Meinung nach dieses Objekt ja gar nicht gelohnt zu kaufen. Mhm. Ja, und so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass das war noch so, bevor das Ganze eskaliert ist mit den Bauzinsen, so noch gerade noch eine gute Phase. Und dann habe ich eben angefangen, eben das erste Objekt nach 10 Jahren zu verkaufen. Und das Geld habe ich halt jetzt ins Depot gesteckt. Und da hast du bestimmt mindestens mal einen 6-stelligen Profit gemacht, oder? Steuerfrei. Ja, es waren also so über 100% Rendite. Wow. Also ich habe damals nicht mal ganz die Hälfte bezahlt. Und jetzt habe ich eben über die Hälfte rein an Gewinn gehabt. Und wenn man es aufs Eigenkapital bezieht, ist es ja eine unendliche Eigenkapitalrendite, weil ich ja nichts reingesteckt habe. Ja, eigentlich schon. Also man zählt die Nebenkosten dazu, dann waren es aber immer noch 3-stellige Renditen teilweise. Aber das, sowas geht ja nur bei Immobilien mit Fremdkapital, bei Aktien würde ich sowas nicht empfehlen, weil das geht oft nach hinten los, wenn man auf Kredit handelt. Ja, ja, definitiv, genau. Also das ist nochmal ein, und das machen ja viele Banken auch gar nicht. Also bei einer Sparkasse würde man nie einen Kredit für sowas bekommen. Ja. Ja, du kriegst schon bei einigen Direktbanken dann, also wenn du ein Wertpapierdepot hast, was groß genug ist. Latex zum Beispiel. Genau, richtig. Oder zahlt man gleich mal 5%. Ja, ja, richtig. Also ich würde es auch definitiv nicht empfehlen. Also dann lieber wirklich dort immer mit dem, in Anführungszeichen, Eigenkapital dann unterwegs sein und nicht nochmal Fremdkapital. Also genau, so kann man natürlich reicht hebeln. Ja, auch. Reicht ja auch in der Regel, ganz genau. Aktien bringen Risiko, dann muss ich es nicht noch hebeln. Also. Ja, richtig, ganz genau.
Und wie viele Immobilien hast du noch im Bestand? Einige. Jetzt kommt's. Schon noch einstellig, aber genau. Okay, passt. Nee, alles gut, alles gut. Gut, dann lass uns doch mal auf das zu sprechen kommen, wie du mit dem Gewinn jetzt verfahren bist. Also wir haben ja schon gesagt, du hast ein Wertpapierdepot, du bist 100% in Aktien investiert, also du hast keine weiteren Assetklassen mit reingenommen ins Depot, ist richtig, oder? Genau, also Aktien und ETFs habe ich gemischt, aber ETFs sind ja auch wieder Aktien. Genau, also ich habe keine Kryptowährungen, keine Rohstoffe aktuell, also wirklich 100% S-Klasse Aktien. Okay, dann lass uns mal mit den ETFs anfangen. Die besparst du, glaube ich, auch. Also du hast einmal den Vanguard FTSE All World, du hast den iShares MSCI Emerging Markets mit IMI, also das heißt, dort sind auch noch die Small Caps mit drin, und du hast den iShares MSCI Small Cap, also das heißt, ja, du hast es da ganz klassisch gemacht. Die ganze Welt abgedeckt, Industrieländer, Emerging Markets und auch alle Aktiengrößen mit drin, die Large Caps, die Mid Caps und auch die Small Caps. Genau. Also wirklich komplett. Die ganze Welt breit diversifiziert. Und die drei ETFs, die ich jetzt gerade genannt habe, die besparst du, oder? Genau, also ich hatte ursprünglich mal 6 ETFs. Da habe ich es noch genauso aufgeteilt, dass sich quasi keine Aktie überschneidet, wenn man die drei erzieht. Und beim Emerging Markets EMI sind natürlich Small Caps im asiatischen Bereich zum Beispiel dabei, die ja auch im MSCI World Small Cap auch zum Teil dabei sind. Aber das war mir jetzt auch nicht so wichtig, weil ich hatte bis eben 6 verschiedene, habe dann zum Beispiel Japan noch extra bespart. Aber das war mir dann einfach zu viel. Und letztendlich von der Rendite her, da geht es dann um das zweite Kommastelle, was vielleicht Unterschied dann wäre. Und das weiß ja eh keiner dann, ob ihr das Land oder das Land besser performt. Ja. Und jetzt habe ich es klassisch gemacht, einfach alle an, also die ganze Welt, ungefähr 9000 Firmen drin, von groß bis klein alles dabei, und die Industrieländer natürlich mehr gewichtet wie Schwellenländer. Ja, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also sind die gleichgewichtet, die Raten? Nee, also ich habe quasi den FTSE All World, das ist der am höchsten gewichtet ist. Wo ich halt schon eher 70% bespare und Emerging Markets ungefähr 20% und Small Cap 10%. Das ist also ungefähr das, was so vom Bruttoinlandsprodukt dieser Länder erwirtschaften. Also ich habe es wirklich klassisch gemacht. Schauen wir die Wirtschaftsleistung an. Am stärksten ist aktuell eben die USA. Die machen dann wieder rund 70% vom FTSE All World oder 66%. Irgendwie sowas aus. 60, glaube ich, aber ja, gut. Genau, da beim FTSE All World 60, genau, weil da ja Entwicklungsländer auch noch 10% dabei sind. Richtig, deswegen. Aber letztendlich, ob du jetzt 5% mehr das besparst oder das weiß ja kein Mensch. Und meiner Meinung nach ist es halt sinnvoller, die Länder zu besparen, wo halt auch Aktien überhaupt Eigentumsrechte verkörpern. Wenn ich in China eine Aktie kaufe, gehört mir die ja nie. Deswegen würde ich auch in China, wäre ich vorsichtig mit Einzelaktien, weil ich nie Anteilseigner sein kann in China. Und wenn ich eine Aktie kaufe, dann will ich auch Eigentumsrechte haben und nicht über Cayman Islands eine Konstruktion abbilden, wo mir zwar die Rechte in Anführungszeichen zustehen, zum Beispiel eine Dividende zu kassieren, wenn aber Xi Jinping sagt, heute oder morgen gibt es das Ganze nicht mehr, dann genau, dann sind meine Rechte erledigt. Ja. Und in Europa und Amerika habe ich das Problem halt nicht. Oder du spielst auf diese ADRs an, ne? Also ADRs, deswegen, genau, da kriegt man die Alibaba-Aktie, also da wird man nie direkt bei Alibaba Eigentümer, sondern halt einfach nur über so eine rechtliche Konstruktion, wie du sie gerade angesprochen hast. Genau, also man kann Alibaba auch zum Beispiel über Hongkong kaufen, dann direkt, aber selbst das, ich meine, Hongkong gehört ja wieder, oder ist ja einverleibt worden von China. Also das ist alles dann schwierig, finde ich. Und deswegen finde ich, ist da die ETF-Lösung im asiatischen Bereich die bessere. Es gibt ein paar Länder in Asien, die man theoretisch die Rechte hat. Singapur zum Beispiel. Die haben einfach, da ist der Kapitalismus anders verbreitet. Aber China wäre ich vorsichtig mit solchen Spekulationen. Hast du die ETFs in der ausschüttenden oder in der thesaurierenden Variante? Ich habe es aktuell in der thesaurierenden Variante, weil ich eben noch jung bin. Und ansonsten werden ja Dividenden immer sofort besteuert.
Ja. Und wenn ich eben über meinen Freistellungsauftrag komme, dann ist es besser, dass die Dividenden reinvestiert werden. Automatisch muss ich mich ja nicht darum kümmern. Hm. Und dafür habe ich halt ja meine Aktien, die mir Dividenden liefern. Ja, genau. Und dass du über den Freistellungsauftrag hinauskommst, das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Also du hast in diesem Jahr schon 2 Monate mit dabei gehabt, wo du mehr als 10.000 Euro Dividende kassiert hast. Ich glaube, der Januar und der Mai. Genau. Da kommen wir auch gleich nochmal wirklich auch drauf zu sprechen. Aber lass uns erstmal sozusagen so einen kleinen Blick auf deine Top-10-Aktien werfen. Wir blenden die jetzt auch nochmal ganz kurz ein. Könnt ihr euch dann hier jetzt nochmal schnell einen Überblick verschaffen. Und ich finde diese Auswahl, die du getroffen hast, relativ spannend. Also zum Beispiel so ein Titel wie die Bank of America liest man auch nicht alle Tage. Also das habe ich wirklich zum allerersten Mal gehört von einem Privatanleger überhaupt, dass er die Bank of America im Depot hat. Deswegen komme ich gleich auch nochmal auf die zu sprechen, wie du die ausgesucht hast. Aber fangen wir doch mal an mit deinem Topwert. Das ist Realty Income. Das ist ein REIT. Genau, also Realty Income ist ein amerikanischer REIT. Das heißt, REITs sind ja so steuerliche Konstruktionen. Das heißt, die sind quasi Immobilienfirmen, die entweder Immobilien selbst kaufen und dann vermieten. Und die haben die Sondersituation, dass die eben 90% mindestens ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten müssen. Mhm. Und dafür bekommen sie steuerliche Vorteile. Also Amerika ist jetzt so bekannt für REITs. Es gibt natürlich auch europäische REITs und asiatische. Aber ich bin ein Fan von Amerika, weil da einfach der Kapitalismus, sage ich mal, einfach am besten gelebt wird, das auch für uns Aktionäre am meisten Rendite bringt. Und Realty Income hat den Vorteil, dass ich sehe das wie so eine Mietwohnung. Mhm. Realty Income schüttet seit, ich glaube, 50 Jahren oder so aus und haben den Vorteil, dass sie monatlich ausschütten. Also da kriege ich 12-mal quasi eine Ausschüttung, mhm, ähnlich wie wenn ich eine Wohnung vermiete und habe in dem Unternehmen eine breite Diversifikation, weil die halt tausende von Immobilien haben. Mhm. Zum Beispiel an Einzelhändlern, wirklich auch an Leute wie Walmart, also wirklich die Bekannten in Amerika, haben die quasi unter Vertrag, müssen selbst eigentlich nichts renovieren, sondern das müssen alles die mieten, also sie quasi stellen nur das Gebäude zur Verfügung und kassieren eben die Mieterträge und die sind sehr vorhersehbar, weil das meistens 10-Jahres-Verträge sind. Das heißt, da sind Staffelmieten drin, ist für mich auch kalkulierbar, weil ich weiß genau, was ich nächstes Jahr bekomme. Und da geht es dann weniger um Kurswachstum. Ich habe es eben jetzt vor kurzem gekauft, eben wegen dieser Zinskrise oder weil die Fed auch die Zinsen stark anheben musste und dadurch fallen Immobilienwerte, weil natürlich die Kreditzinsen auch höher werden und dann fällt natürlich auch so eine Realty Income im Kurs und das habe ich genutzt, weil das dann meine persönliche Dividendenrendite höher ist. Mhm. Genau, das muss man halt damit dazu sagen, also die ist definitiv gerade in einem Abwärtstrend genau, 12-Monats-Tief vom Kurs her und deswegen habe ich die ja vor kurzem gekauft, weil ich jetzt einfach einen optimalen Zeitpunkt sehe, weil ich nächstes Jahr davon ausgehe, dass die Zinsen fallen und in Amerika und dadurch steigen dann Immobilienwerte wieder im Kurs, das heißt, ich habe dann auch noch ein bisschen Kurswachstum. Ja, Dividendenrendite 5%. Aber waren die bei dir nicht im Januar auch schon drin unter den Dividenden? Ich hatte eine kleine Position Realty Income und habe die jetzt jedes Monat aufgestockt. Ah ja. Aber so richtig groß habe ich es jetzt eigentlich die letzten 4 Wochen gemacht. Okay. Weil der Kurs jetzt noch mal ein paar Prozent nachgegeben hat. Mhm. Also ich fand das Niveau im Januar schon spannend, aber jetzt sind es noch 5-6% günstiger und das reicht mir jetzt. Und jetzt, mein Gott, wenn es jetzt noch mehr tiefer geht, dann ist es halt so, ja, kriege ich da monatlich Dividenden. Aber ist das... Ja, nee, wenn du die monatlich ausgeschüttet bekommst, dann war die Realty Income, also dann wird das wahrscheinlich nicht so verkehrt oder nicht so schlecht gewesen sein, was du bislang bekommen hast. Aber das war dann nicht einer der Werte, die dafür maßgeblich waren, dass du zweimal so fünfstellig warst. Das war, ne? Volkswagen. Volkswagen, die Vorzüge hast du, ne? Genau. Genau, ja, erzähl doch mal. Also im Januar war eine Sondersituation, da ging ja Porsche quasi, wurde abgespalten oder zum Teil an die Börse gebracht von Volkswagen. Die haben jetzt ja nur noch einen kleinen Anteil, also keine 100% mehr, sondern ich glaube nur noch 50 oder so, weil die Porsche Holding auch wieder direkt an ihrer eigenen Firma beteiligt sein wollte. Und dadurch hat Volkswagen eben das über eine Sonderdividende, ich glaube von 19,06 € oder so waren sie die Aktie. Und das waren ja selbst damals beim Kurs von 130, 140 Euro waren das schon 8-9%. Mehr sogar. Über 10%, genau. Und das war ein Faktor, warum im Januar die Dividende so hoch war.
Und im Mai kam die reguläre Dividende und die war ja auch schon bei über 6%, weil eben der Kurs aktuell sehr, sehr günstig ist von Volkswagen. Die waren vor einem Jahr noch doppelt so hoch. Und deswegen habe ich die auch gekauft, weil ich trotz der ganzen Krise und mit Tesla und so weiter, dass die Marktanteile gewinnen, wenn ich mir die historische Bewertung anschaue von Volkswagen, dann ist die deutlich unter Durchschnitt. Und ich gehe davon aus, dass es wieder zum Mittel zurückgeht, was halt häufig bei Aktien der Fall ist. Und währenddessen wäre ich halt mit 6-7% zufriedengestellt. Ja, absolut. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, KGV von 4, genau. Dividendenrendite 6%, Abwärtstrend ist intakt. Also, aber ich merke schon, diese kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrends, die interessieren dich eigentlich gar nicht, sondern das ist, du gehst dann wirklich schön antizyklisch immer rein. Nee, ich habe jetzt bei Volkswagen, kann ich ja sagen, einen Durchschnittskurs von 124 Euro, also das ist wirklich fast das Tief. Wir waren mal kurz bei 115 Euro und währenddessen habe ich jetzt einmal die 19 Euro plus regulär waren es fast 9 Euro, es waren 27 Euro, habe ich schon kassiert. Das ist ja schon verbilligt, 99 Euro dann. Genau, also wenn man es theoretisch rechnet, also bin ich jetzt ja rein durch die Dividenden schon im Plus. Ja. Und im Kurs ist jetzt plus minus null aktuell, weil da stehen sie ja eben ungefähr bei 100, ich glaube 122, also 2% weniger. Und jetzt kann ich halt einfach warten. Und mein Ziel ist eben dann, dass die auf ein KGV von 6 gehen. Das ist so die historische Bewertung gewesen von VW. Und ich glaube auch, ob das jetzt ein halbes Jahr dauert, ein Jahr, das weiß ich auch nicht. Aber ich habe ja Zeit und wie gesagt, zwischendrin gibt es eine schöne Dividende. Ja, sehr gut, sehr gut. Diese China-Problematik ist dir aber auch bewusst, also dass es ja gerade heißt, ja, VW verliert da massiv Marktanteile und das ist ja ein ganz wichtiger Markt für die. Also da machen die auch nicht ein Gros ihrer Umsätze, das wäre jetzt verkehrt, aber da machen die einen substanziellen Umsatzanteil oder schwächeln sie gerade ein bisschen. Ja, das Problem ist, Volkswagen hat jetzt ein bisschen das mit den Elektroautos verschlafen. Meiner Meinung nach liegt das Problem halt auch, Herbert Diess zum Beispiel, der ehemalige Vorstand von Volkswagen, der war mir persönlich auch, also ich habe auf den sehr viel gehalten. Das Problem ist, er durfte nicht, das war so ein Gewerkschaftsthema, die haben eine extrem starke Gewerkschaft, Volkswagen. Herbert Diess meinst du, ne? Genau, der wollte radikal das Unternehmen verändern, also wirklich halt. Er hat nur mal öffentlich gesprochen, es müssten eigentlich 30.000 Leute gehen, es müssten, um mit Tesla mitzuhalten. Wenn man so sieht, hat er völlig recht, weil Tesla schafft mit der Hälfte der Leute die doppelte, also die schaffen quasi doppelt so schnell ein Auto zu produzieren mit der Hälfte der Leute. Also eigentlich völlig recht, VW hat über 100.000 Mitarbeiter. Und er wollte es ja auch sozialverträglich machen. Also er wollte nicht mehr Leute entlassen, sondern die wohl in die Rente gehen, nicht mehr nachbesetzen. Und allein sowas wurde schon in der Presse quasi als extrem negativ gewertet. Ja. Und so verliert man halt dann weltweit quasi Marktanteile. Wenn du halt nicht mit der Zeit gehst, dann geht halt die Zeit mit dir. Ja. Und das Traurige ist bei uns, dass die Leute meinen quasi, dass man Arbeitsplätze so hält. Am Ende verlieren sie dann alles, wenn sie so am Kopf durch die Wand gehen. Ja. Auch wenn es vielleicht erst in Jahrzehnten soweit ist. Ich meine, Volkswagen ist nach wie vor Volumen, der volumenstärkste Verkäufer und ich glaube auch, dass sie so langsam die Wende finden. Aber natürlich, der Zug mit Tesla und BYD ist abgefahren. Ja, BYD hat jetzt auch hier, da habe ich den ersten SUV hier auch tatsächlich mal in München gesehen. Also sah auf jeden Fall sehr attraktiv aus. Die bauen jetzt hier dann ihre Standorte auf, also es wird eng dann. Bin gespannt, wie dann VW mithalten kann. VW ist definitiv so ein Fall für sich mit der Beteiligung von Niedersachsen. Also VW ist per se erstmal ein Politikum. Und da ist, glaube ich, für jeden Vorstand schwer, der irgendwie eine Agenda fährt, die, sagen wir mal, sehr auf sehr schnellen und auch sehr radikalen Wandel ausgesetzt ist. Ich glaube auch, dass du recht hast, dass das notwendig ist in den Zeiten wie heute, weil gerade die Autoindustrie ist in einem so schnellen Umbruch drin. Und da muss man halt einfach agil sein. Und natürlich kannst du naturgemäß, wenn du so ein Riesenkoloss wie VW bist, kannst du halt kein agiles Schnellboot sein. Und da musst du noch auf so viele Belange Rücksicht nehmen, da ist die Familie, da ist das Land und so weiter, eine super starke Gewerkschaft. VW ist spannend und schwierig irgendwie. Ja, da haben es halt so Konzerne wie Mercedes leichter, weil die halt eine andere Strategie fahren. Die konzentrieren sich aufs Luxussegment und VW muss halt alles bedienen. Aber wo ich halt die Chance sehe bei VW, die haben ja sehr viele Einzelmarken, sie haben ja zum Beispiel auch Premium-Marken wie Audi, Bentley, Porsche. Und wenn man die Porsche ist aktuell an der Börse mehr wert wie der ganze VW-Konzern. Das heißt, ich als Aktionär
Klar, jetzt gab es die Abspaltung, aber wenn man das damals noch sieht, ich bekomme als Aktionär quasi alle anderen Automarken geschenkt, ja, weil der Porsche mehr wert ist. Ja. Also, jetzt wenn die Bentley noch abspalten, was vielleicht irgendwann geplant ist, wenn die Firmen wie Audi und so weiter, wenn die die Margen jetzt heben, das wollen sie jetzt machen, habe ich gehört. Die wollen jetzt auch in der Kernmarke die Margen deutlich erhöhen durch so ein Sparprogramm. Also da sollen mehrere Milliarden eingespart werden. Und wenn das dann in 2-3 Jahren fruchtet, ja, dann schaut die Bewertung vielleicht KGV 6-7, schätze ich mal. Ja, ja, also. Und dann ist ja auch fast 50-70% mehr. Ja. Und das auf 2-3 Jahren plus Dividende ist für mich relativ sinnvolles Investment, weil es eben hohes Politikum hat und Autokonzerne in Deutschland sind so das letzte übrig gebliebene. Und wenn man es die auch noch fallen lassen würde, dann ja, dann weiß ich auch nicht mehr, was da los ist. Okay, also deine These, Regression zum Mittelwert, genau. Kommen wir mal, wir können naturgemäß nicht alle 10 jetzt detailliert durchsprechen. Das wird so ein bisschen in den Rahmen springen. Ich pick mir jetzt noch mal so 2-3 raus, die ich spannend finde. Bank of America habe ich eben schon gesagt. Ich glaube, du bist wirklich der erste Privatanleger, bei dem ich die überhaupt mal gesehen habe. Deswegen würde ich dich fragen, normalerweise tendieren ja alle zur JP Morgan. Und genau, das ist ja auch eine super Aktie. Also das, also die JP Morgan seit 2009, das wäre ein Träumchen gewesen, aber nein, war ich auch noch nie drin, ehrlicherweise. Wie bist du zur Bank of America gekommen? Also ich bin zur Bank of America gekommen durch die Krise, wo jetzt einige Banken in Amerika pleite gegangen sind, also die Regionalbankenkrise in Amerika. Ja. Und das führt dazu, dass die Großen stärker werden. Bank of America ist die zweitgrößte Bank in den USA nach JP Morgan. Mit einer Bilanz von über 3 Billionen Dollar. Also das ist Wahnsinn, wenn man sich das Volumen vorstellt. Dagegen ist eine deutsche Bank fast nicht auffindbar. Und das heißt, das Geld quasi, was von den Regionalbanken abwandert, und es waren ja keine kleinen Banken, die da pleite gegangen sind. Also es waren, eine Bank war mit über 100 Milliarden Bilanzsumme, also wirklich die zweitgrößte Bankenpleite nach Lehman Brothers damals. Und das führt dazu, dass die Kundengelder dann zu den Banken gezogen werden, die halt die Menschen sicherer fühlen. Also das heißt, die Großen profitieren, Bank of America, JP Morgan. Mhm. Was ist aber passiert? Der Kurs ist trotzdem gefallen. Mhm. Bei der Sinnhaft. Bank of America, ich glaube, eine Spitze um 30% jetzt. Aha. Und jetzt ist der, bei Banken ist immer wichtig, man muss sich den Buchwert anschauen. Also Banken kauft man am besten immer, wenn der Buchwert historisch niedrig ist, also zum Beispiel unter 1 ist so eine Kennzahl, wo dann sehr gute Banken natürlich spannend werden, also jetzt nicht irgendwie eine Schweizer Bank zum Beispiel oder ja, eben eine Regionalbank, wo dann viel spekuliert worden ist, sondern eben die Big Player. Und bei der Bank of America habe ich jetzt so eine Bewertung, ich habe ungefähr 20% Abschlag. Ja. Zu dem, was im Buchwert an Vermögenswerten stehen. Also das heißt, ich bekomme 20% Abschlag auf die Aktie plus eben auch eine relativ solide Dividendenrendite von über 3%. Wird quartalsweise eben gezahlt. Warren Buffett ist einer der größten Anteilseigner von Bank of America. Der macht das auch nicht zum Spaß. Also der ist ja schon seit Ewigkeiten drin. Also das ist so seine Lieblingsbank. Und das gibt natürlich dann eine gewisse Sicherheit. Ja. Und ja, ich meine, wenn das Risiko wäre natürlich, wie bei jedem Unternehmen, ist, dass es pleite geht, aber wenn solche Firmen pleite gehen würden, dann wäre unser Bargeld auch nichts mehr wert. Ja, also dann haben wir ganz andere Probleme. Genau, dann interessieren mich meine Aktien nicht mehr, dann muss man schnellstmöglich irgendwo Unterschlupf finden. Okay, dann die Super Micro Computer, das ist so eine Aktie, die wahrscheinlich die wenigsten bislang kennen, die ist aber sehr, sehr stark gelaufen. Hol uns da mal so ein bisschen ab. Was machen die? Wer sind die? Warum laufen die so stark? Und wie stark bist du schon damit gelaufen, nach oben? Also ich habe vor 3-4 Monaten selber auch über Super Microcomputer geschrieben. Damals war die Aktie sehr, sehr günstig bewertet. Also man bekam sie zum KGV von 10 ungefähr. Die ist sehr stark, also profitiert jetzt von dem KI-Boom
weil die eben mit NVIDIA das GPU-Cluster bauen. Das heißt, wenn jetzt eine Firma zum Beispiel irgendwas bestellt, dann bekommen sie von NVIDIA und so weiter die Grafikkarten. Und Supermicrocomputer hat es geschafft, sehr energieeffiziente Systeme, also für große Firmen aufzubauen, wo man sich alle möglichen Einzelteile an GPU-Clustern zusammenbauen kann, inklusive Server, Rechenleistung, also das machen die alles. Die haben quasi ein komplettes Paket, also die bauen quasi alles zusammen. Und durch die enge Zusammenarbeit mit NVIDIA, die eben Marktführer in ihrer Branche sind, profitieren sie aktuell massiv, weil einfach die Rechenkapazitäten zum Beispiel durch künstliche Intelligenz einfach enorm steigen müssen, damit es überhaupt umgesetzt werden kann. Und Supermicrocomputer hat es teilweise geschafft, um 6- bis 9-fache halt effizienter zu sein wie Konkurrenten. Man braucht weniger Strom, also die brauchen weniger Strom für die gleiche GPU-Leistung. Und das macht sie halt so, ja, so stark. Und die nächsten Quartale werden jetzt diese Wachstumsraten auch zeigen. Und selbst beim jetzigen Kurs, wo sie sich mehr als verdoppelt haben, immer noch eine KGV-Bewertung von 19, 20. Das ist für so ein Unternehmen gar nicht viel. Sind die nicht massiv in so einer Fahnenstange schon drin? Also Fahnenstange ist... Also charttechnisch ja, aber in dem Fall rechtfertigt es die Bewertung, weil sie davor so niedrig bewertet war. Mhm. Also bei der klassischen Wachstumsaktie, die dann schon ein KUV von 7, 8, 9, 10 hat, wäre es so. Aber Supermicrocomputer war Kursumsatzverhältnis von 2, also das ist damals, wie Amazon bewertet war, zu allen Anfängen. Ja. Also meiner Meinung nach stehen die am Anfang als am Ende oder so. Dass jetzt eine Konsolidierung eintrifft, zum Beispiel mal über mehrere Monate, ist nur logisch. Ja. Und dass die natürlich auch stärker schwanken wie andere Aktien. Also die bewegen sich halt auch tagtäglich um 5-10%. Also das muss man halt auch aushalten können. Wie viel Market Cap haben die denn gerade? Zweistellige Milliardensumme. Jetzt mittlerweile. Also, zweistellig, okay. Aber halt am Anfang zweistellig. Ja, ja, ja. Und da ist halt noch viel Spielraum, weil halt sich noch viele weitere Firmen eindecken werden. Aha. Und auch NVIDIA und so weiter sind mindestens 12 Monate der Konkurrenz voraus. Ähnlich wie Supermicrocomputer. Und wenn du halt mal das Netzwerk aufgebaut hast mit den Großen, also wenn du halt dann für Amazon, für Meta das Ganze auch machst, dann, und die sehen halt die Vorteile, dann, man kann bei solchen Systemen nicht schnell wechseln, weil das kostet ein Schweinegeld. Und dann kann man ja nicht alles wieder abbestellen und irgendwo anders bestellen. Also wenn die halt einmal mal ihr System aufgebaut haben, die natürlich auch einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz dauerhaft. Okay. Und ich finde auch die, also CEO spannend, wenn man es mit NVIDIA des Interviews anhört. Also das ist genial, was die zusammen machen. Ja. NVIDIA ist bei dir nicht mit drin? War, hatte ich. Hattest du? Leider zu früh verkauft. Okay. Also ich hatte die auch relativ früh jetzt wieder, Anfang des Jahres im Januar gekauft. Und die haben sich jetzt ja mehr als verdoppelt. Ja. Und ich habe ja 60% ungefähr habe ich mitgenommen und dann halt deutlich, also wenn man es jetzt anschaut, natürlich deutlich zu früh verkauft. Aber mir war halt die Bewertung ein bisschen zu krass dann. Ja, ja. Weil die haben jetzt, glaube ich, ein KGV von 80. Ja, ich also finde die auch. 20-fachen Kursumsatzverhältnis. Also klar, die über 1 Billion Bewertung aktuell, aber das ist halt schon, also das ist jetzt schon sehr fast alles eigentlich mit eingepreist. Ja, ja, das muss dann auch, die müssen jetzt wirklich liefern. Also da ist halt ein Quartal, wo vielleicht mal nicht erfüllt wird, was erwartet wird, dann ist da auch schwuppsdiwupps, ist da mal 20-25%. Ja, und dann fallen die weg, halt schnell. Ne? Also, von dem her, man weiß es ja im Vorfeld nicht, wie weit eine Aktie geht. Den Fehler macht man oft, dass man einfach viel zu früh verkauft. Klar. Ist mir früher auch öfters passiert, da wenn man 10-20% vorn war und drückt auf den Verkaufsbutton. Aber mittlerweile muss man sich halt immer die Frage stellen, wenn es keinen Grund gibt, also wenn man quasi, wenn es keinen fundamentalen Grund gibt, dann sollte man sie auch nicht verkaufen. Also solange das Unternehmen liefert. Ja. Man macht einfach den Fehler, man freut sich dann, ah, cool, 10-20%. Aber wenn man dann oft sieht, dass die dann 100-200% laufen, das sind halt dann die Game Changer im Depot, die halt dann das auf ein anderes Level bringen würden. Und bei Tesla zum Beispiel war das früher auch so. Ich war sehr früh drin und dann habe ich noch 20% verkauft. Wenn ich die heute noch hätte, das wären 20 Mal so viel wert oder so. Aber das lernt man halt dann irgendwann. Das ist halt so ein Geduldsproblem. Und halt auch ein Erfahrungsproblem wahrscheinlich, weil wenn man halt anfängt, damit macht man halt viele Fehler. Man verliert ja auch immer wieder mit Aktien Geld, das ist ja auch klar, normal. Klar. Hattest du schon mal so einen richtigen Verrecker im Depot, der richtig wehgetan hat?
Ja, Wirecard damals. Ah, okay. Das war halt wirklich ein fast Totalverlust. Ja. Aber mein Gott, wie gesagt, wie soll ich als Privatanleger Bilanzen nachvollziehen? Können die gefälscht sind? Also ich kann ja nur das bewerten, was im Internet steht. Klar gab es Anzeichen und so weiter, aber man glaubt ja dann doch immer andere Dinge. Und wenn es eine Zeitschrift gibt, die negativ schreibt und alle anderen sagen, das stimmt nicht. Ja, schwierig dann sowas zu bewerten. Mhm. Aber das gehört dazu. Also, das gehört dazu, ja. Man lernt dann viel draus und fertig. Weiter geht's. Kannst du noch ein bisschen was zu der Deere sagen? Zu der John Deere? Deere ist ein Landmaschinenhersteller, was in den USA ist, auch Marktführer in dem Bereich. Und die profitieren halt jetzt von der Digitalisierung im Landwirtschaftsbereich, weil die halt jetzt die ganzen Traktoren rausbringen, die halt teilweise selbstfahrend sind. Also das ist halt Wahnsinn, was sich da gerade tut. Und sobald die Konjunktur wieder anläuft, sind das die halt, die dann am meisten davon profitieren in der Branche, weil sie auch Marktführer sind. Und die Landwirtschaft muss ja effizienter werden, allein schon aufgrund dem weltweiten Wachstum. Und das geht jetzt nur eben mit effizienteren Maschinen. Das heißt, dass einfach der Mensch weniger machen muss, sondern mehr die Maschine macht. Und die machen halt die ganzen Maschinen im Landwirtschaftsbereich. Mhm. Und wenn man sieht, weltweite Ernährung muss steigen, um das Ganze zu bedienen. Das heißt, ich muss effizienter anbauen können. Und das liefern die alles inklusive Software. Bewertung ist enorm günstig bei John Deere, ist bei KGV 12, also für das, dass sie Marktführer sind, sehe ich jetzt auch überhaupt nicht das Problem, warum sich die Bewertung nicht ausweiten könnte. Diese 10 Aktien, die du jetzt gerade hast, glaubst du, dass du die im Jahr 2027, 2028 auch noch allesamt hast? Oder bist du eher so einer, der tatsächlich Buy and Hold and Check macht oder vielleicht sogar mal schnell was austauscht? Also manche Werte kann ich mir vorstellen eben, aber wie vorhin besprochen, bei vielen Werten, sobald sich halt die Bewertung wieder zur Mitte angeglichen hat, werde ich zum Beispiel Aktien wie Volkswagen abstoßen, weil ich da eben das Problem sehe, dass die halt Probleme auch von anderen Automobilkonzernen bekommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die das komplett schaffen. Und dafür haben sie einfach schon viel zu viel falsch gemacht. Und in Deutschland ist also das Problem, dass man sich gar nicht so frei entfalten kann, weil es einfach viele Vorschriften gibt. Man hat hier viele Nachteile wirtschaftlich, die man oft in anderen Ländern nicht hat, weil man da günstiger produzieren kann und günstigere Energie haben wir jetzt ja das Thema bekommt. Deswegen glaube ich einfach, dass sich da vieles verlagern wird. Aber zum Beispiel so Aktien wie John Deere oder so, da kann ich mir vorstellen, dass ich die länger behalte, weil die einfach längere Zeit profitieren werden. Okay. Ich komme zu meiner Abschlussfrage, Michael. Also wenn du jetzt einen einzigen goldenen Finanztipp abgeben müsstest für jemanden, der sagt, hey, ich finde das spannend, wie du das gemacht hast mit dem Immobiliengeschäft damals. Ich interessiere mich, quasi was Ähnliches auf die Beine zu stellen wie du und dich fragen würde, hey, gib mir mal einen guten Tipp, was soll ich beachten? Wie sehe der aus bei dir? Also der wichtigste Tipp ist eigentlich, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Beim Immobilienthema ist das ganz wichtig. Wenn ich zum Beispiel auf Plattformen wie ImmoScout schaue, dann werde ich nicht die Juwelen bekommen, sondern ich brauche ein Netzwerk aus guten Maklern, wo ich vor den anderen Zugriff habe, weil die guten Immobilien dann verkauft sind bereits. Und da muss man am Anfang ein bisschen suchen. Natürlich braucht man auch ein bisschen Glück, dass man die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennenlernt. Und man sollte sich halt auch für diese Themen interessieren, also einfach blauäugig an das Thema rangehen, bringt nichts. Das heißt, ein bisschen Wissen aufbauen plus Netzwerk und dann den Mut, einfach sich mal was zu trauen. Weil wenn ich erstmal nichts habe, kann ich auch nichts verlieren oder wenig verlieren. Das ist immer so, Risiko hängt mit Rendite. Also das ist einfach so ein Thema, was zusammengehört. Ich muss Risiko eingehen, um eine Rendite zu erzielen. Und es gibt zu jeder Zeit Produkte, auch aktuell im Immobilienbereich, gibt es auch spannende Projekte. Natürlich nicht mehr klassisch, so wie es jetzt vor 10 Jahren war. Aber es gibt auch steuerliche Möglichkeiten. Das heißt, wenn man sich da beschäftigt und dann einfach zum richtigen Zeitpunkt abwartet, wenn sich die Rahmenbedingungen verbessern, dann einfach zuschlagen, sich was trauen mit dem richtigen Netzwerk. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. So, das war mein Gespräch mit Michael Seibold. Also ich muss erstmal sagen, Chapeau,
was er da auf die Beine gestellt hat. Also ich bin wirklich sehr, sehr angetan, sehr, sehr begeistert, wie er das gemacht hat mit seinem Immobilienvermögen in so jungen Jahren, mit 18 dann schon so geschäftstüchtig zu sein, so viel Mut zu haben. Meinen allergrößten Respekt. Also ich, wenn ich daran denke, wie ich mit 18 so war, also da hatte ich ganz andere Flausen im Kopf. Also da ziehe ich meinen imaginären Hut auf jeden Fall von Michael. Und ich finde auch ehrlicherweise sein Aktiendepot ziemlich spannend. Also ich habe es im Video schon angesprochen. Da sind einige Titel mit dabei, die ich ehrlicherweise noch nie in irgendeinem Privatanlegerdepot gesehen habe. Und das bringt mich zu meiner Abschlussfrage, die an dich rausgeht. Welche von diesen Titeln hast du möglicherweise selber im Depot? Mit welchen liebäugelst du eventuell und wie findest du diese 10 Aktientitel, die Michael sich da rausgesucht hat? Hast du dich eventuell schon mal mit einem von diesen Titeln intensiver auseinandergesetzt? Das ist meine Abschlussfrage. Feuerfrei in den Kommentaren bitte. Lass mir gerne auch noch ein Like da. Und ein Abo, ganz, ganz wichtig, zur Unterstützung meines Kanals hier, um weitere tolle Gesprächspartner für dich zu akquirieren und möglichst viel Mehrwert für dich zu stiften. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute dir.